Lass uns doch mal herausfinden, was denn das Abziehen von Zahlen eigentlich bedeutet, also das Subtrahieren von Zahlen. Ich denke, es macht wieder Sinn, wenn wir einfach gleich mit einem Beispiel anfangen und dann schauen, was das in diesem Beispiel heißt. Ich habe mir jetzt mal ein Beispiel ausgesucht und zwar nehme ich 4 minus 3. 4 minus 3. Ich ziehe also 3 von 4 ab. Und die Frage ist jetzt, wie viel ist das eigentlich? Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, wie man darüber nachdenken kann. Ich stelle jetzt die vor, wie ich immer darüber nachdenke. Und zwar, diese 4 hier stellt eigentlich irgendwas dar. Zum Beispiel könnte diese 4 4 lilane Objekte darstellen. Ich habe hier auch lilane Objekte, und zwar Kreise. Also, das ist der erste. Hier ist der zweite. Dann kommt der dritte. Und zum Abschluss noch der vierte. Also, diese 4 hier stellt einfach nur diese Gruppe von 4 lilanen Dingen, also Kreisen in dem Fall da. Und wenn ich jetzt etwas abziehe, dann heißt es, dass ich von diesen 4 Dingen hier so viel wegnehme, also 3. Ich nehme also, sagen wir mal, diesen hier und diesen hier und diesen Kreis hier, die nehme ich weg. Also aufgepasst, wie viele Objekte habe ich weggenommen? Ich habe 1, 2, 3 Dinge weggenommen. Und okay, wie viel habe ich jetzt noch über von meinen eigentlich 4 Objekten? Naja, noch genau einen, nämlich diesen Kreis hier. Also muss 4 minus 3 das gleiche sein wie 1. Oder andersrum gesagt, wenn ich von 4 3 abziehe, dann bleibt mir noch einer übrig. Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, lass uns noch ein weiteres Beispiel machen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, ich habe nicht mehr ganz so viel Platz auf dem Bildschirm, deswegen nehme ich einfach mal das, was ich jetzt geschrieben habe, einfach weg. Und wir fangen nochmal von vorne an. Also das kommt weg. Und das neue Beispiel, das ich habe für dich, ist, wir können auch mal andersrum darüber nachdenken. Wir machen ein kleines Spiel draus. Ich suche eine Zahl. Und da ich die Zahl nicht weiß, schreibe ich jetzt hier erstmal ein großes Fragezeichen hin. Aber ich weiß schon was über die Zahl. Diese Zahl, die ich suche, die ist genauso groß wie 5. Und von dieser 5 ziehe ich noch, wie viel ziehe ich ab? Sagen wir mal, ich ziehe 2 davon ab. Also ich suche eine Zahl und die ist genauso groß, wie wenn ich von 5 2 abziehen würde. Ich würde wieder empfehlen, mach doch einfach mal kurz Pause und halte das Video an und dann kannst du ja mal selber darüber nachdenken, was du meinst, welche Zahl ich eigentlich suche. Und dann kannst du das Video wieder anmachen und schauen, ob du die richtige Zahl gefunden hast. Okay, ich würde vorschlagen, ich gehe wieder genauso vor wie eben. Ich nehme erstmal 5 Dinge. Also, ich nehme wieder meine 5 Kreise. Hier ist der erste Kreis. Wir brauchen noch 4 mehr. Der zweite Kreis. Wir brauchen mehr Kreise. Der dritte Kreis. Der vierte Kreis, fast geschafft. Einer geht noch. Da ist der fünfte Kreis. Und da ich ja hier etwas abziehe, und zwar in dem Fall 2, muss es also weniger werden, weil ich nehme ja 2 von diesen 5 Dingen jetzt weg. Und ich nehme weg, ich nehme jetzt den hier weg. Und ich nehme, dann nehme ich den ersten auch noch hier vorne. Den auch weg. Also ich habe 1, 2 Dinge weggenommen, 2 Kreise. Und wie viel bleiben mir dann noch von meinen ursprünglich 5 Dingen? Naja, alle die jetzt hier kein Kreuz haben. Also, ich mache mal eine
mehr oder weniger schöne Box darum. Tut mir leid, ich kann leider keine geraden Striche zeichnen. So, wie viele Kreise sind denn jetzt übrig geblieben? Das hier ist einer, das hier ist ein zweiter und das hier ist ein dritter. Wenn ich also von fünf Dingen, in dem Fall fünf violetten Kreisen, zwei wegnehme, bleiben noch drei Kreise übrig. Die Zahl, die ich gesucht habe hier oben, dieses Fragezeichen, ist also 3. Ich nehme jetzt also einfach mal das Fragezeichen hier wieder weg und schreibe dafür das richtige Ergebnis hin, und zwar 3